Leute, wirklich zur Ruhe komme ich hier im Korat nicht. Da ist doch Kaludin zum Essen an. Und da geht es jetzt mit dem Sammeltaxi hin. Wahrscheinlich hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie uns nicht vom Busbahnhof abholte. Mit dem Sammeltaxi ging es gar nicht so weit und wir müssen den Rest zu Fuß gehen. Ich bin mal wieder überfragt, wohin. Irgendwo wartet Klaus Tochter auf uns. Ich glaube, den Markt nahm ich auch schon mal kurz auf irgendwann. Eigentlich ist Filmen und Fotografieren hier verboten. Seltsamerweise, keine Ahnung warum, was sie hier zu verstecken haben. Koi hat irgendwelche Klamotten für sich entdeckt. Mai Suai Koi, Mai Suai. Mai, 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 Mai Suai. Mai Tong Su. Ja, Mai Tong Su. Der Fummel kostete 780 Baht. Da versteckt Koi sofort ihr Portemonnaie. Zu teuer. Das Ganze geht schon eine Viertelstunde so. Da wird noch alles aufgebaut. Natürlich mal wieder eine thailändische Pommesbude, wie an jeder Ecke. Das E-Werk bei der qualifizierten Arbeit. Sehr abenteuerlich mit dieser Leiter. Sieht bald so aus, als wollten die einige Kabel entfernen. Na, ich lasse mal weitermachen. Von dem chinesischen Neujahr war gestern in Nakhon nicht viel zu sehen. Auch noch nicht viel los. Pfannkuchen mit Ei und Banane. Eine Mini-Poststelle. Sah ich auch noch nie. Und da ist der Postbote und liefert die Pakete aus. Ja, da habe ich aber noch einen entdeckt hier. Ein Big Bike. Ja, das ist natürlich das Gelbe vom Ei. Ja, die würde mir auch schon reichen. Das hier? Keine Ahnung. So eine Art Golfkart, großes Golfkart oder was. Oder ein Hotel fährt seine Gäste damit durch die Gegend. Jede Menge gebrauchte Kleidung. 10 Baht, 20 Baht, 35 Baht. Na, teurer als 35 Baht ist ja scheinbar nichts. So geht es auch. Und Kois Töchterlein lässt uns am vereinbarten Treffpunkt mal wieder warten. Oder vielleicht kommt sie auch gar nicht. Wer weiß das schon so genau. Ja, Töchterlein rückte dann doch noch mit Kind und Kegel an. Große Aufregung in dem Barbecue-Restaurant. Wir zogen schon zweimal um, von Tisch zu Tisch. Ziehen wir schon wieder um. Mal sehen, wo wir landen. Ich dachte immer, die Tochter von Kai hätte nur ein Kind. Jetzt sind aber mal zwei. Sieht aus wie Zwillinge.
Keine Ahnung, wo wir jetzt hinziehen. Scheinbar bleiben wir doch da in der Ecke. So eine Art Buffet, wie in dem anderen Barbecue-Laden, in dem wir schon mal waren. Mit Pommes. Und die Sachen werden später alle auf den Grill, oder wie immer man das nennt, gelegt. Salatbar. Vokale für was? Oh, super. Nachtisch gibt es auch. Süßkram und Obst und nochmal Salat. Und die beiden können jetzt mal unser Essen zurecht machen. Die beiden Kleinen haben ihren Spaß und klauten schon zwei Hühnerkeulen bei mir. Viele kennen das sicher, da wird jetzt Gemüse und Mais etc. reingemacht. Oben drauf kommt das Fleisch und dann bruschelt das alles und dauert seine Zeit. Nicht unbedingt mein Ding. Langsam nimmt das Ganze nur Schall an. Punkt. Hier wird Fleisch gebruschelt. Auch der Linksfront zuständig. Die beiden, die trinken noch Kok. Und das Ganze kostet pro Person 200 Watt und die Kinder brauchen nichts zu bezahlen. Da kommt gar mit Getränken. Ich holte mir noch einen Salat. Garnierte das zwar nicht schön, aber naja, schmeckt gut. Heute kommt Koi jedenfalls auf ihre Kosten. Für 200 Watt kann so viel gegessen werden, wie jeder möchte. Also bis zum Abwinken. Das nutzt sie wahrscheinlich aus. Es ist gerade mal 5:45 und erst langsam füllt sich das Lokal. So wirklich voll wird es hier so gegen 19 oder 20 Uhr sein. Kleine Korrektur. Kais Tochter hat nicht zwei Kinder, sondern nur eins. Das andere Kind ist ein Freund von dem Kleinen. Der wartet auf Abfälle und im Hintergrund ein kleiner Tempel mit Krematorium. Es wurde noch mal nachgelegt. Ist ja genug da. Eiscreme und O-Saft, ob das gut für mich ist. Da stieg auf europäische Sachen um, Spaghetti. Im Anschluss gibt es Obst. Und die beiden finden kein Ende. 19.30 Uhr und es füllt sich immer mehr. Auf Stimmung. Ja, solange ich hier mit Koi und ihrer Tochter unterwegs bin oder mit sonst jemandem aus der Familie,
Ich musste noch nie bezahlen. Noch nie. Weil das stimmt nicht immer, dass er verlangt, da zur Kasse gebeten wird. Ja, Leute, und das war dann der kleine Barbecue-Abend mit Kois Tochter. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und morgen lasse ich es mal etwas ruhiger angehen.